Hallo ihr Lieben, heute dachte ich mir, ich mache mal ein Video und zeige euch, wie ich so eine Flasche beglitze. Ihr wisst, ich mache viel diese 500 ml Stainless Steel Bottles, Edelstahl, doppelwandige Flaschen. Ich habe die jetzt geschliffen, damit diese Beschichtung etwas wegkommt. Danach habe ich sie mit ganz einfacher Sprühfarbe violett gesprüht, weil die Farbe, die wir heute verwenden vom Glitzer, ist das wunderschöne Violett. Deshalb mache ich immer den Untergrund ähnlich in der Farbe, wie das Glitzer dann ist. Und ich zeige euch heute, wie ich die mache, von wie ich den Leim drauf tue, was ich verwende, wie ich den Glitzer drauf tue, damit ihr mal im langsamen Modus seht, wie das geht. Gut. Ich mache die Kamera ein bisschen runter, damit ihr das besser seht. Also hier ist meine wunderschöne Flasche. Ich verwende als Leim Mod Podge, aber ihr könnt auch andere Leime verwenden. Ich liebe Mod Podge, bis jetzt hat es für mich super geklappt. Ich habe einen Pinsel, ich habe diese Serviettenpinsel von VBS. Weiß nicht, die habt ihr vielleicht auch. Ich finde die super. Für mich passen die total. Und mein Mod Podge, das fülle ich jeweils in so eine Flasche ab. Geht für mich einfacher, das dann so drauf zu tun. Gut, ich fange jetzt gleich an. Da kann man immer schon was, ein bisschen was drauf tun. Und dann muss man es ganz einfach verstreichen. Das ist nicht so schlimm. Am besten macht man immer zuerst die Mitte. Die Mitte bleibt immer am längsten feucht. Der Teil oben und unten wird immer am schnellsten trocken. Da muss man schauen, dass man da, dass der Leim noch nass ist, weil sonst klebt der Glitzer ja nicht dran. Ihr seht, das ist ganz einfach. Wenn ihr da noch, manchmal gibt es so Rückstände vom Leim. Ich habe da so ein Haushaltspapier. Dann streiche ich das einfach dort ab. Das ist kein Problem. Schauen, dass es schön verteilt ist. Ganz am Schluss machen wir dann noch so wie einen Rundgang bei der Flasche, wo wir alles noch ganz schön verteilen, weil wenn ihr hier, wie hier, solche Leimspuren habt, sieht man das nachher beim Glitzer und das wollen wir ja nicht. Da müssen wir noch oben machen. Oben ist manchmal ein bisschen tricky, aber mit ein bisschen Übung kriegt ihr auch das hin. So, gut. Jetzt mache ich ein bisschen den Leim vom Pinsel ab. Ich habe da ein bisschen viel. Jetzt geht ihr einfach schön von unten nach oben, dass das schön gleichmäßig wird. Muss man immer ein bisschen schauen, dass es keine großen Striemen hat. Sonst sieht man das leider dann nachher im Glitzer. Aber das ist nicht schwierig. Das könnt ihr auf jeden Fall auch ganz einfach umsetzen. Gut, dann merkt ihr, es ist schon ein bisschen am Trocknen. Jetzt machen wir oben nochmal schnell. Ich finde, es sieht jetzt recht gut aus. Ich merke, es trocknet schon ein wenig. Im Winter habe ich bei mir im Atelier immer so einen Heizlüfter. Ideal ist es, wenn ihr den abschaltet, weil sonst trocknet das noch schneller. Und wir wollen nicht, dass es zu schnell trocknet, weil der Glitzer soll ja dann noch dran kleben bleiben. Gut, den Pinsel lege ich weg. Ich habe diese Unterteller, die ich sehr mag fürs Beglitzern. Da kann man auch gleich wieder ins Geschirr geben. Hier ist der Glitzer. Ich fange jetzt gleich an. Immer zuerst oben und unten, weil dort trocknet es irgendwie immer am schnellsten. Die Logik weiß ich nicht genau. Ihr wisst das vielleicht besser als ich. Habe einfach bemerkt, dass es so ist. Dann gebe ich hier oben noch ein bisschen was dazu. So. Dann schüttle ich das immer ab und dann machen wir gleich unten weiter.
ist ganz einfach. Ihr könnt zum, wenn ihr den Glitzer drauf tut, könnt ihr das gleich im Beutel machen, die ihr von uns bekommt. Das Praktische an unserem Beutel ist ja, die könnt ihr während dem Basteln auch wieder hinstellen. Die lassen sich unten öffnen ein bisschen, dann stehen die auch ganz schön und dann könnt ihr die während dem Glitzern hinstellen, wie ich jetzt dieses Fläschchen. Ich tue den Glitzer, der jetzt da ist, wieder rein. Deshalb mag ich die Teller, die sind aus Karton, geht ganz fix, kann man das so machen. Dann tun wir das wieder hin. Dann machen wir noch den Rest fertig. Wenn ich das dann fertig habe, werde ich das trocknen lassen. Man muss mindestens eine halbe Stunde, ich empfehle jedoch ein bisschen länger. Eine halbe Stunde wird empfohlen. Ich lasse meistens über Nacht oder je nachdem ein paar Stunden, wenn ich dann wieder dazu komme und was machen zu können. Gut, ich glaube, das sieht toll aus. Mod Podge war noch nicht zu trocken. Es klebt noch überall schön. Wichtig ist, meistens braucht es eine zweite Schicht, damit ihr da ganz eine schöne Deckung habt auch. Aber das geht ja ganz fix, wie ihr jetzt seht, ist das jetzt fertig. Und ihr seht, das ist ein Violett mit der wunderschönen goldenen Reflexion. Ich hoffe, ihr könnt es sehen. In der Kamera ist immer ein bisschen schwierig. Es nimmt halt leider die Reflexion des Glitters nicht ganz so schön, wie er eigentlich aussieht. Gut, was immer auch noch wichtig ist, hier unten ist mein Klebeband, mit dem ich das abklebe. Das nehme ich immer gleich weg. Sonst kann es sein, dass das Mod Podge dort kleben bleibt und der Übergang, wenn ihr das dann wegnehmt, dass hier gleich noch ein bisschen vom Leim und Glitzer wegkommt. Und das wollen wir ja nicht. Und sieht schon jetzt sehr, sehr schön aus und wird dann später noch schöner aussehen. Ist auch ganz ein schöner Glitzer. Perfekt mit einer tollen Reflexion. Okay, das wär's. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich melde mich bald wieder und ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Viele Grüße von der Glitzer Nicole. Tschüss!